Ich bin verrückt. Was ist das für eine Münze? Ein Teelicht. Alufolie. Müssen wir jetzt einmal sofort nachgucken? Das ist so stark. Was ist das denn, Django? Guck mal hier, Django. Wir müssen einfach gucken jetzt, was hier drin ist. Es hat auch kein Schloss, gar nichts. Boah, Leute, ich traue mich gar nicht, das aufzumachen, ey. Moin Moin, Freunde, und einen frischen Gruß. Hier ist Antocha Absolut. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge gehen wir wieder mal sondeln. Und deshalb hoffe ich, dass ihr es euch bereits gemütlich gemacht habt mit ein paar Popcorn oder vielleicht einfach nur ein Toast. Und alles Weitere einfach auf euch zukommen lasst. Viel Spaß! Wow, es ist seit Tagen sehr benebelt. Unsere schöne Stadt kommt hier gar nicht zum Vorschein. Naja, was soll's, hat auch was, ne? So. Leute, guckt euch an, was ich wieder gefunden habe. Guckt euch das mal an. Ich werd verrückt. Was ist das mit Loch? Was ist das für eine Münze? Lass uns das mal angucken. Das ist ja wieder verblüffend. Einfach eine Münze, was ist das hier? Was, 50 Centimos? 50 Cent oder was? Espana 1949? 1949? Ach du Scheiße, Leute. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Münzen. Aber falls sich jemand auskennt. Oh, jetzt ist mir das Ding runtergefallen. Wo ist das jetzt? Ah, hier. So, da ist er. Auf jeden Fall 50 Cent. Mit einem Loch. Kann das jemand identifizieren? Geil, ey. Boah, ich bin richtig froh, ey, darüber. Django, freust du dich auch? Alles. Django freut sich auch. Hey, Django. Ein Teelicht. Alufolie. Ah, das fängt ja heute schon wieder ganz gut an. Schau mal, was hier alles liegt. Hier liegen so Platzpatronen von der Schrotflinte. Oder was das auch immer ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Und ja, in der letzten Folge, da wurde mir gesagt, dass der Metalldetektor hier Murks ist, beziehungsweise dass er zu nichts taugt. Ja, ich weiß nicht, also
auf Qualität sollte man schon immer Wert drauf legen, das stimmt schon, aber ja, wie man sieht, man kann ja trotzdem, hopp. Kann trotzdem was finden, wie man sieht. So, jetzt gucken wir mal. Das ist gut hier, das ist dieser Nadelwald hier. Braucht man nicht so lange buddeln, bis man irgendwas findet. Gucken wir mal nochmal. Hier muss irgendwas sein, an dieser Stelle. Ich hole mal meine Schippe raus, Moment. Naja, jedenfalls so tief grabe ich jetzt nicht. Hatte ich in der letzten Folge auch schon zwei, drei Mal gehabt, sowas. Was ist das? Ist das metallisch oder was ist das überhaupt hier? Moment mal kurz. Wir checken jetzt mal ab, ob das hier metallisch ist. Ne, das hier nicht. Das nicht, aber... Hier ist irgendwas drinne. Ach, guck. Ein Nagel. Ach. Toll. Freue ich mich echt. Boah, Freunde, guck mal, was ich hier wieder entdeckt habe. So viele Pilze. Es ist so viel hier Pilze. Bah, was für Prachtstücke. Hierbei handelt es sich um Nebelkappen. Ja, manche Leute essen die noch, die gelten aber als leicht giftig mittlerweile. Und man erkennt die daran, dass deren Lamellen am Stiel angewachsen sind. Ich hoffe, das erkennt man hier so. Also die laufen so wie so einen kleinen Bogen, so eine Kurve hoch. Die sind da so an den Stiel angewachsen. Und die sind im jungen Alter, da vorne liegt ein jüngeres Exemplar. Die haben so einen nebligen Hut. Grau ist das, von der Mitte und runterlaufend, ja, zu den Seiten, zu den Rand meine ich. So neblig aber auch, ne? Die wachsen ja von Herbst bis in den Winter manchmal. Hier ist ein jüngeres Exemplar. Ich habe jetzt letztens auch welche mitgenommen in die Mischpfanne. Guck mal, hier sieht man das ganz gut. Oh, hat das jemand abgeschnitten? Guck mal. Jemand hat abgeschnitten. Okay, guck mal, so wie viele. Aber wir sind heute leider nicht auf Pilze. Guck mal, überall voll viele, ey. Da hätte ich schon wieder 2-3 Kilo. Da hinten auch. Ah, vielleicht auf dem Rückweg nehmen wir ein paar Stück mit. Komm hier, Django. Ja, wir müssen heute noch was finden. Ich habe gehört, hier soll irgendwo eine Schatztruhe vergraben sein. Mit Gold und Edelmetallen und Diamanten und sowas. Ja, ich weiß nicht, das halte ich eher für ein Gerücht, aber ich muss da einfach mal kurz unterbrechen. Bevor wir weitermachen, da hinten sehe ich einen riesengroßen Hexenring. Leute, ein Hexenring, hier. Sowas nennt man Hexenring. Wenn Pilze in einem Ring wachsen. Und hier, relativ groß, dieser Ring. Oh, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht genau sagen. Die Art kann ich jetzt gerade nicht bestimmen. Ja, und einige Pilzarten, die wachsen so. Die findet man dann so im Wald oder auf der Wiese. Und sowas nennt man Hexenring. Das ist, finde ich, sehr, sehr interessant, wie die wachsen. Ja, nicht in der Mitte, steht kein Baum, gar nichts. Auch keine Wurzel, so... Ich hätte lange nichts gestanden, aber die wachsen trotzdem einfach so im Kreis. Ja, ganzer Kreis einmal. Aber wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht hier in diesem Kreis etwas finden. Vielleicht befinden sich hier Edelmetalle. Ja, und vielleicht wachsen die Pilze deshalb hier so im Kreis herum. Wir schauen einfach mal. Starkes Signal. Muss irgendwas sein.
dass er knallt, dann müssen wir jetzt einmal sofort nachgucken. Komm, Django. Also das ist in der Erde. Hier. Hey, was ist das? Das ist so stark. Was ist das denn? Hey, was ist das denn, Django? Django, guck mal an, was wir gefunden haben. Das ist doch... Django, wir haben eine Schatztruhe gefunden. Django, wir haben eine Schatztruhe gefunden. Django, guck mal hier, Django. Django. Django, guck mal an. Wir haben eine Schatztruhe gefunden. Und ich dachte, das wäre ein Gerücht. Wir machen jetzt auf, Django. Moment, Moment. Boah, Leute, ich traue mich gar nicht, das aufzumachen, ey. Das hört sich an, ob da was drin ist. Leute, wir machen einfach mal auf. Ich bin reich. Ich glaube, ich bin reich. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, wir werden reich. Wenn das echte Diamanten sind. Boah, unglaublich, Leute. Habt ihr sowas schon mal gefunden? Guck mal, mit Gold, alles. Diamanten. Goldbarren. Ich weiß nicht, hast du schon sowas gefunden oder nicht in deinem Leben? Ich habe doch nicht gefunden. Ich muss gucken, das testen, ob das echtes Gold oder nein. Ob Zähne goldene viele Leute haben, es kommt von Beißen. Ich glaube, wir wurden verarscht. Es ist kein Gold. Es ist Schokolade. Ach ja, Freunde. Es war zwar kein echtes Gold. Und reich werden wir davon auch nicht. Aber dafür hat es Freude gemacht. Ich würde sagen, das waren nochmal richtig geile Funde heute. Und wenn ihr das auch so seht, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Und falls du noch nicht abonniert hast, dann abonniere meinen Kanal. Ist kostenlos. Ich habe noch viel vor mit euch, Leute. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Und einen frischen Gruß an Docher Absolut.